Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Sprengen Gewalt in die Luft. Heute jage ich die Welt von Jocha 1996 in die Luft. Und hier nochmal gesagt, sorry Jocha, dass ich das jetzt mache. Ich habe dir gesagt, ich wollte das eigentlich vorgestern, glaube ich, oder so schon machen, aber da kam ich irgendwie nicht zu. Ach, ist doch ganz nett. Oh, unterirdisch auch noch. Oh, da habe ich ja was zu tun. Bin ich jetzt nicht endlich rausgegangen? Was hast du mir gebaut? Ey, das sieht auch krass aus. Naja, egal. Wir wollen ja kein Let's Show machen. Ja, dann fange ich schon mal an, hier alles hoch zu. Ach, nicht hoch zu sagen, sondern über eine TNT zu machen, Leute. Bis gleich. Ja, Leute, ja, ich würde euch, glaube ich, denken. Ich zeig's euch einfach. Wie, ich bin tot. Wie, ich bin tot. Wieso bin ich tot? Hier war mal dein Spawnpunkt. Was ist übrigens Eisen unterm Haus? Da hinten sieht man schon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ui. Noch die Lavasäule da so ein bisschen. Das wollte ich jetzt wieder nicht, ey, aber man kann es nicht vermeiden, dass man davor haut. Tut mir echt leid, Jocha. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, wie ich dann. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es sah auf jeden Fall episch aus. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, wie ich es vernichtet habe. Wenn du wissen willst, wie ich nach ganz oben gekommen bin, ich habe den Aufzug genommen. Natürlich den hier, ne? Ich bin einfach so da hochgegangen. Ajo, ich bin ja gar nicht mal unverwundbar. Hehe. Auf jeden Fall, ich war noch verwundbar, bin nach oben gegangen. Jo, hier haben wir Eisen. Warum ich gerade plötzlich tot war, so ein Spontan-Tod, den hatte ich auch noch nie. Glaube ich. Minecraft-Männchen dachte ich einfach mal, komm, verrecken wir mal. Und, ja, wir sind einfach mal verreckt, ne? Macht man halt so. Aber ist auch noch ein bisschen was. Eine schöne Brücke hier. Dum-dum-dum. Glowstone, wo kommt der denn her? Hast du hier so Dinger gemacht, solche Lampendinger? Ach, ich glaube, hier kann man den Part gut beenden. Nee, gemacht. Oh! Cool. Aber ich habe jetzt kein TNT mehr. Den Fackeln folgen. Zu Höhlenland. Okay, dann machen wir das noch zum Schluss. Bin ich da drunter einfach weggesprengt oder gehört das so? Ich folge den Fackeln. Hier habe ich, glaube ich, Fackeln weggesprengt. Wenn du die jetzt extra für mich gemacht hast, das hättest du lieber bei einem Let's Show machen sollen, weil Let's Springen ja halt in die Luft da. Nein, mache ich sowas eigentlich nicht, oder ich jag die Fackeln eher in die Luft. Aber egal. Auch noch ein Haus, aber da springe ich jetzt nicht mehr, weil ich glaube, das reicht, was ich hier gesprengt habe. Vor allem, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich will noch nicht zu viel aufnehmen, das sieht auch cool aus. Jetzt nehmen. Oh, ey, wo führst du mich hin hier, Jocha? Ja, das Gold. Was du hier alles außerhalb noch gebaut hast. Aber ich muss sagen, diese Welt war wirklich sehr nice. Es wird dunkel, aber ist mir jetzt gerade egal. Oh, geil. Ach du Scheiße. Sieht auch krass aus. Ja, auf jeden Fall, die Welt war wirklich sehr nice. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den Fackeln folgen soll. Ich folge den Fackeln, weil ich brauche Licht, weil es dunkel wird. Weil, was du hier gebaut hast, war echt episch, was da so war.
Nur es ging halt auf einmal in die Luft so spontan, das war ein bisschen schade. Aber dieser riesengroße Turm, den du da hattest, der ganz am Ende mit diesem fetten Lava-Ding in der Mitte, der war richtig episch, Jura. Echt Respekt. Also ich weiß nicht, wie lange du für den gebraucht hast. Ich habe auf jeden Fall nur 5 Minuten gebraucht, um ihn zu vernichten. Ah Mann, wo bringst du mich hier hin? Ey. Also. Lass mich jetzt an das Ende der Minecraft-Welt schicken oder was? Das ist Eis, oder? Ja. Das spielt wohl einer gerne mit TNT. Eine Kuh, noch eine Kuh und noch eine Kuh. Nein. Ja, was soll man denn jetzt sagen? Ich folge einfach mal den Fackeln. Ich kann doch schon mal sagen, hier. Geile Welt, Joch, auch wenn ich schon gesagt habe. Hat mir Spaß gemacht, in die Luft zu sprengen. Wem wird es keinen Spaß machen? Nein, war echt eine coole Welt und. Normalerweise würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, aber. Wir sind ja noch nicht am Ende. Schafe! Aber wer denn schon Schafe hier? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überhaupt hingehe. Ich glaube, Minen irgendwas lieber. Also. Wenn das so weitergeht, dann. Keine Ahnung. Wenn jetzt wegen dir der Part über 15 Minuten geht, wo dann. Dann gibt's aber was. Nein, dann mache ich einfach 2 Parts, das ist auch kein Problem. Das ist, glaube ich, ein Turm, ja, so ein Berg. Kann man das nur schlecht erkennen wegen Dunkel. Du hast sicherlich nicht damit gerechnet, dass ich den Fackeln der Folge, dass er auch noch aufnehme und hochlade. Aber ich habe es getan. Scheiße. Das hat geleckt, von wo kam ich? Egal, ich geh einfach mal hier hin. Ja, das sieht richtig aus. Wieso leckt's denn so? Lass das sieht nach Ende aus. What the fuck, warum leckt das denn so? Braune Schaf! Und Lex über Lex. Meine Fixplatte schon wieder voll oder was? Ey, nee, am Ende fängt an zu laggen. Das geht immer gar nicht. Wo ist denn mein braunes Schaf? Egal. Also, das irgendwas gesagt mit Eingang in Mine oder so. So, und haben wir jetzt irgendwas Besonderes, wenn das jetzt nur so eine richtig fette Mine ist, oder? 10.000 Fackeln, Alter. Das wird aber gar nicht ercheatet. Ercheatet, meine. Also, so eine ganze Mine mit der TNT füllen, das wäre ja auch noch nicht schlecht, wa? Ich geh jetzt einfach mal so tief, wie ich will. Keine Ahnung, wieso. Du wolltest unbedingt, dass ich hier reingehe, anscheinend, sonst hättest du das nicht gemacht mit den Fackeln. Da warst du noch nicht, ey. Joch, also wirklich. Eisen übersehen. Kohle. Man sieht, dass du schon warst. Ich will nach unten. Warum leckt das denn so? So, ich will den Part eigentlich beenden, aber ich will ganz ehrlich wissen, ob du noch irgendwas hast. Keine Ahnung, bis zum nächsten Sackgasse oder wenn irgendwas kommt, dann beende ich den Part. Jo, das ist noch ein guter Chill-Wort, jetzt den Part beenden. Mensch. Yeah. Chillig. Wir und unsere Cola. Na okay Leute, ich beende jetzt den Part und wie gesagt, coole Welt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, vor allem weil ich mit den ganzen Fackeln gefolgt bin und so. Also, wer sich das hier angeguckt hat, wie ich den Fackeln gefolgt bin, echt Respekt. Ich hätte es mir nicht angeguckt, ich fand's so schon langweilig, aber. Also jetzt nur noch mit den Fackeln, der ist da cool. Aber naja, ich beende meinen Part, Leute, und nicht vergessen, wenn ihr wollt, Jocha 1996 abonnieren, wenn ihr wollt, ich zwinge euch nicht. Ich werde seinen Kanal in der Beschreibung verlinken und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.